Herzlich willkommen hier bei Let's Play A New Beginning. Ja, in der letzten Folge haben wir eine Bombe entschärft. Gesundheit. Und ja, jetzt sind wir hier auf dem Weg. Die Algenfelder, da die Algenfarm hat angefangen zu brennen. Wir müssen jetzt noch eine Probe holen. Das geht nur über den Kartenleser. Eine Karte haben wir nicht, ne? Den Spinn brauchen wir jetzt nicht nochmal durchsuchen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in das andere Labor, da in das H2-Labor, da waren wir noch gar nicht. Ach, das ist eine Kette. Da liegt eine Kette. Nehmen wir die mal mit. Die gehört Lissa. Oh Gott. Oha. Meinst du, ihr ist etwas zugestoßen? Ich glaube, sie hat sie absichtlich hier hingelegt. Auch. Vielleicht will sie uns damit etwas sagen. Die Frage ist nur was. Geh ins H2-Labor, denn da ist irgendwas los wahrscheinlich. Aha, aha. Wo sind die denn hin? Ist hier irgendwas? Da komme ich wieder nur mit Karte rein. Kreditkarte. Eine Blutspur. Oh mein Gott. Was ist denn hier passiert? Sie führt zur Algenplattform. Aufmachen. Oh shit. Oh mein Gott. Das ist alles meine Schuld. Was? Das alles passiert nur, weil ich hierher gekommen bin. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Und ich? Wer auch immer das getan hat, er ist noch hier. Und gnade ihm Gott, wenn ich ihn jetzt finde. Oh ja. Faye, würden Sie uns bitte einen Moment allein lassen? Natürlich. Hau ab, Faye. Ja, andenken. Mach's gut, Lissa. Bis irgendwo in einem anderen Leben. Ja, genau, so. Leb wohl. Durchsuchen. Bitte verzeih mir, Lissa. Ich habe Ihre Keycard gefunden. Damit kommen wir bis zum Zuchtlabor. Sehr schön. Kommt man hier auch durch, vielleicht? Achso. Kann man nur ansehen. Dahinter geht's zum Zuchtlabor. Nur Mitarbeiter mit Zugangskarte dürfen den Bereich betreten. Na dann, ups. Würde ich sagen, gehen wir mal durch. Fehler. Was? Fehler. Oh nein, der Kartenleser spinnt. Ich muss wohl den Durchgang übers Bürolabor nehmen. Das habe ich mir gerade fast schon gedacht. Ja, macht ja nichts. Dann machen wir einen kleinen Umweg. Ich meine, die Zeit drängt zwar, aber mein Gott. Daran soll es jetzt auch nicht liegen, ne? Wofür brauchen wir denn jetzt die... Mein Gott. Die Kette da von ihr angucken. Darin ist eine vertrocknete Probe unserer allerersten Algenkultur. Stehe. Lissa hatte der Alge damals auch einen Namen gegeben. Horst. Mist. Horst. Ich habe ihn vergessen. Horst. Ist die ganz bestimmt. So. Kartenleser. Jawohl. Faye, hier suchen bringt nichts mehr. Wir gehen jetzt direkt zum Zuchtlabor. Hier doch. Halt, war nichts warte doch. Wir suchen gesagt. Na gut. Oh, oh. Meine Güte. Überall diese roten Lichter. Das sind Bomben. No shit, Sherlock. Wir müssen hier weg. Ruhe bewahren, Faye. Wir haben es fast geschafft. Ein Terminal. Was, wofür ist das? Das sind die Beta-Terminals für die Kammer. Aber warum sind sie aktiv? Das frage ich mich auch. Für die. Erst das Alpha-Terminal. Okay. Ach so. Ah, okay. Dann halt das Alpha-Terminal. Wenn es das Schicksal ausnahmsweise mal gut mit mir meint, dann werde ich damit gleich das Labor öffnen. Ich möchte nur, das wird nicht funktionieren. Bitte geben Sie Ihr Passwort ein. Ah. Ja, wahrscheinlich. Die. Nee, das wollte ich gar nicht. Zurück. Das Passwort war leider falsch.
Erinnere dich mal an den Lissa Namen. Hatte der Alge damals auch einen Namen gegeben. Mist, ich habe ihn vergessen. Ja, das ist vielleicht jetzt... Wenn es das schickt, dann... Falsch. Eine Bombe. Mein Gott, der ganze Raum ist voll mit Sprengsätzen. Kommst du jetzt endlich mit? Sie kennen die Antwort. Nicht ohne, nicht die, ohne die Alge. Dann sterben wir hier gemeinsam. Oh, ja. Das ist es. Hier lagern wir die Stammalge. Ich setze hier keinen Fuß raus ohne die Alge. Ja, ich vermute, das Passwort ist der Name der Alge. Quatsch mit Soße. Aber ich weiß gerade nicht. Ob Lissas Passwort etwas mit ihrer Kette zu tun hat? Ja, garantiert, aber... Ich denke mal, der Name irgendwie... War leider falsch. Ich vermute, der Name der Alge ist die Antwort, allerdings... vielleicht gehen wir nochmal ins Labor und gucken da nochmal nach. Vielleicht finden wir da einen Hinweis, wie die Alge hieß. Und das ist dann, schätze ich mal, das Passwort. Die Faye, die hustet hier die ganze Zeit. So. Vielleicht nochmal den Schrank durchsuchen. Leer. Komplett. Ist ja nur ein Schrank. Warum sollte da was drin sein? Ist auch so. Ah, Moment. Vielleicht steht das ja ganz klein eingraviert da drauf. Aha. Elvis. Was zum... Die Alge heißt Elvis. Du machst mir Angst. Elvis war der Name unserer allerersten Algenkultur. Lissa hat das Glas präpariert, sodass sich die Alge in den Buchstaben abgelagert hat. Elvis. Wie konnte ich den Namen nur vergessen? Ja, keine Ahnung. Ja, gut, dann, schön. Dann haben wir ja das Passwort. Auf geht's, bedienen. Oh, ich bin gespannt, ob die Tür dann aufgeht. Ich fürchte fast nicht, aber wir werden sehen. Passwort korrekt. Jawohl. Warnung. Sicherheitsstufe B aktiv. Zugang wurde verweigert. Ist es kaputt? Nein, nein. Ist okay. Alles in Ordnung. Faye, ich brauche jetzt Ihre Hilfe. Wir müssen zu den Terminals am Eingang und beide gleichzeitig aktivieren. Ich gebe Ihnen dann ein Zeichen. Alles klar? Gut. Wunderbar. Warum glaubst du so sehr an die Alge? Ach, ist egal. Haben Sie nicht gehört, was ich gerade gesagt habe? Terminal du riskierst gerade dein Leben für etwas, an das niemand mehr glaubt. Warum? Warum diskutiert ihr jetzt? Wir stehen hier umringt von Sprengsätzen und Sie fangen an, mir blöde Fragen zu stellen. Wenn es so eine blöde Frage ist, dann sollte es dir leicht fallen, sie zu beantworten. Hier. Die Alge ist die Energiequelle der Zukunft. Das waren Ihre Worte. Ich weiß, das klingt jetzt seltsam, aber rein hypothetisch. Was ist, wenn der Svensson nicht von Ben Svensson kommt? Ob er jetzt von mir, meinem Sohn oder meiner Urgroßenkelin kommt, ist mir gerade völlig schnurz. Ist es nicht. Wir wissen nicht, ob dein Sohn noch lebt. Und wenn du jetzt auch noch stirbst, dann ist das Wissen über den Svensson für immer verloren. Du bist wichtiger als das, was du geschaffen hast. Aha. Wenn wir jetzt aufgeben, wäre Lissas Tod umsonst gewesen. Lissas Tod war umsonst. Genau wie Nigel und alle meine Freunde umsonst gestorben sind. Jetzt reißen Sie sich mal am Riemen. Ja. Der Phönixplan wird immer mehr zu einem Himmelfahrtskommando. Es darf nicht noch mehr Tote geben. Ich bin also der Einzige, der an meine Technologie glaubt. Was ist mit den Investoren von heute Mittag? Sie waren erst überzeugt, nachdem du die Präsentation manipuliert hast. Sie wissen davon? Die ganze Bohrinsel weiß davon. Keiner glaubt mehr an deine Forschung. Glauben? Meine Fresse. Ja. Hören Sie zu.
Es geht hier nicht um Glauben. Es geht um Glauben wollen. Ich will nicht glauben. Nicht an das, woran alle immer ungefragt geglaubt haben. Ich will nicht glauben, dass Atomkraft die einfachste Lösung ist oder Erdöl ohne Alternative. Meine Güte, Faye. Erdöl ist nichts anderes als abgestorbene Algenmasse, die gut brennt. Wenn die Menschheit es schafft, sich eine ganze Welt aus Schmiermittel zu bauen, dann könnten sie das auch mit meiner Alge tun. Sie könnten es mit Windenergie oder Solar oder Kuhkacke oder was weiß ich. Aber sie wollen es nicht. Ich könnte jetzt das Handtuch schmeißen und sagen, was soll's, ist halt so. Aber ich weigere mich. Ich weigere mich zu glauben, dass die Menschheit aus Idioten besteht. Warum bin ich da nicht mal vertust? So, helfen Sie mir jetzt, den Knopf zu drücken. Du wolltest mir auch nicht glauben, als ich zu dir kam. Werden Sie jetzt auch noch nachtragend? Nein. Muss ich nur den Knopf drücken? Ja. Ich gebe Ihnen dann ein Zeichen. Okay. Bitte. Bent? Was ist noch? Ach, nichts. Wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Jawohl. Egal, was passiert. Einer für alle. Danke. Alle für einen. Mal sehen, was jetzt passiert. Faye, hören Sie mich? Laut und deutlich. Gut, dann bei drei. Eins, zwei, drei. Die Tür ist auf, meine Damen und Herren. Los geht's, Alkohol raus hier. Gleich haben wir's. Ich muss nur noch die Alge in den Container pumpen. Dr. Svensson, Miss Faye, oder wie auch immer Sie heißen mögen, treten Sie bitte beiseite. Dieser Raum und alle darin enthaltenen Objekte sind mit sofortiger Wirkung Eigentum von Indus Industries. Was? Was bilden Sie sich ein? Sie können doch nicht mein Labor stehlen. Doch, stehlen und sprengen. Vor allem Letzteres wäre nicht nötig gewesen, wenn Sie bei der Algenpräsentation fair gespielt hätten. Ein Umstand, von dem wir leider viel zu spät erfahren konnten. Duwe! Mein Freund, machen Sie sich nützlich und bringen Sie mir den Container. Was ein Arsch. Wie kannst du diesen Mördern helfen? Ich habe mein ganzes Leben lang getan, was von mir erwartet wurde. Warum sollte ich jetzt etwas anderes tun? Niemand hat von dir erwartet, Lissa zu ermorden. Was? Verbarrikadier die Tür, Junior. Eine falsche Bewegung und du kannst durch die Matte pfeifen. Dr. Svensson, Miss Faye. Er hat die Haube zerschossen. Die Haube ist jetzt unser geringstes Problem. Er hat uns eingeschlossen. Nur die Ruhe. Ich bekomme das schon hin. Eine Füllstation. Das ist die Füllstation für den tragbaren Generator. Da ist ein Schlauch. Die Haube pumpt die Alge durch den Schlauch in den Generator. Das heißt, wenn sie nicht kaputt wäre. Nehmen wir mal den Schlauch ab hier. Was gibt's sonst noch? Der Knopf wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Der Algencontainer blockiert die Tür. Und das vielleicht hier durchstecken? Müll. Oder da dran machen? Und wie geht es dann weiter? Keine Ahnung. Nur hier. Ha, Kokolores. Ja. Kann man hier vielleicht das einfach durchschlagen? Humbug. Natürlich. Die Tür ist mehrfach verstärkt. Die kann ich nicht einfach aufbrechen. Tinef. In den Tanks werden die Stammalgen gelagert. Aha. Der Tank ist oben, aber ohne funktionierende Haube komme ich nicht an die Alge. Jedenfalls nicht ohne zu improvisieren. Der Schlauch lässt sich nur anschließen, wenn der Tank eingefahren ist. Ah ja, gut, dann. Der
Der Schlauch lässt sich so nicht anschließen. Warum nicht? So ein Käse. So ein Käse. Wieso lässt er sich nicht anschließen? Der Schlauch lässt sich so nicht anschließen. Kabbes. Nee, nicht. Ach, das ist ein Anschluss. Okay. Ah. Da hängt er. Und jetzt? Jetzt. Verbinden. Ich kann den Schlauch so nicht verbinden. Nicht. Hä? Schade. Hey, Faye, was sagst du? Sie sind so still. Kein, ich hab's Ihnen ja gesagt, oder das haben Sie jetzt verdient. Das ist es doch gerade. Du hast das alles nicht verdient. Wenn mein eigener Sohn sich gegen mich wendet, dann habe ich es verdient. Hol die Alge und bring uns hier raus. Alles andere können wir später besprechen. Na gut, später ist ein guter Stichpunkt, denn die Folge ist schon wieder rum und ich würde sagen, wir befreien uns in der nächsten Folge aus dieser brenzligen Situation und ja, seid gespannt, ich bin's auch, bis morgen.